Und damit hallo und willkommen zurück hier in der Nacht von Vortex The Gateway. Die letzte oder beziehungsweise der letzte Angriff, nicht die letzte Nacht, die läuft ja noch. Das war wieder sehr erfolgreich. Wir haben die zurückgeschlagen, die Gegner, unsere Fallen sind ausgelöst. Und so langsam brauche ich allerdings wieder Wasser. Jetzt bin ich am Überlegen: erst Wasser oder erst Falle nachbauen? Ich würde sagen, wir holen uns erstmal dreimal Bambus, dann haben wir schon mal wieder viele von den Fallen aktiv. Und hoffen, dass das gut geht. Ich habe ja noch zwei Getränke. Ich glaube, diese Ecke, wo wir siedeln, ist soweit ganz nett. Man kann das ganz gut einzäunen. Sie können nur von einer Richtung im Grunde genommen kommen. Den Rücken hat man frei. Was liegt hier? Pfeil. Pfeil. Ich sage mal Pfeil. Speer heißt das Ding. Das ist schon mal, glaube ich, ganz gut, wenn wir die jetzt entsprechend ausbauen können, die Basis, also die Fallen dort alle aufgestellt kriegen, dann sollte es uns gelingen, dort erstmal sicher zu sein, zumindest dort. Aber wir werden nicht darum kommen, vermutlich noch groß rumzulaufen und zu erkunden, denn das ist nun mal leider Gottes nötig, um die ganzen Ressourcen, allen voran Wasser zu bekommen. Und es wird wieder Tag. Das begrüße ich sehr. Hier würde ich gerne Brandrodung machen. Hier vorne diese Stöcke weg haben, damit ich freie Sicht hätte. Wir können natürlich auch schon Fallen weiter vorne, dass die gar nicht nur an der Basis erst sind, die Fallen, sondern schon weiter vorne aktiv sind. Das können wir alles später machen. Jetzt erstmal werde ich die Basis versuchen, so gut es irgendwie geht, zu sichern. Ach, ist die nachgewachsen? Leider nein. Macht nichts. Essen haben wir wirklich genug. Einzig Wasser. Insofern wird das vielleicht eine Folge sein, wo wir uns aufmachen müssen. Werde jetzt gleich das erste Trinkpäckchen trinken müssen. Wo sind meine Häuser? Da. Werde gleich das erste Trinkpäckchen zu mir nehmen. Dann habe ich nur noch eins und das ist dann für mich immer der Startschuss. Wenn du nur noch ein Wasser übrig hast, muss es losgehen. Und möglichst sollten wir vor Einbruch der nächsten Nacht dann wieder zurück sein. So, die letzte Falle. Und ein Bambus fehlt, dann hätten wir die Mauer noch. Egal. So, wir schauen jetzt mal runter. Gebe zu, ich sprinte auch die ganze Zeit, aber warte mal. Wenn du schon da bist. Nicht einfach. Wo ist das Vieh? Ach, egal. Holen wir uns später. Ich wollte jetzt gerade noch ein bisschen Haut für das Haus hinten holen. Aber egal. Das große Haus haben wir ja auch noch im Bau. Überhaupt haben wir saumäßig viele Bauprojekte. Ach, perfekt. Oh. Einmal trinken wir. Das ist gut. Übrigens, ich habe gerade gesehen, dieser Trink hier gab tatsächlich auch ein Stückchen Nahrung. Sehr schön. Die lasse ich mal fallen, dann kann ich noch eine Wasserfrucht mehr mitnehmen. Ich würde sie eigentlich ganz gern wieder komplett ernten, damit die auch komplett nachwachsen kann. 30 von 30. Was müssten wir wegschmeißen dafür? Müssten mal hier die Chips essen mal. Das ist gut. Einmal essen. So eine Wasserfrucht braucht die etwa 2 Kilo. Kein Platz im Inventar. Da müssen wir noch einen Speer wegwerfen. Na gut. Komm. Das passiert mir so häufig, dass ich genau das Item, was ich wegwerfe, wieder aufsammle. So. Dann haben wir die wieder komplett entleert. Scheinbar ist da der Respawn auch erhöht worden. Das heißt also für uns Bambus. Wir holen Bambus. Wie geil das ist, dass das hier. Ah, gucke. Hier hätten wir auch
Die Lianen. Was braucht man für den Clawhammer? Ach, ein Bone. Hätte ich aufheben sollen. Nächster Angriff. Dann gibt es den Clawhammer. Da haben wir noch eine schöne Waffe. Die wird hoffentlich dann mehr Schaden machen als. Als. Die Machete. Weil damit muss ich ganz schön oft zuschlagen, um so einen Zombie zu killen. Aber vielleicht hätten wir dann mit so einem Clawhammer tatsächlich was Wirksames. Also, Liane haben wir hier auch mehr als genug dann. Wofür brauchte ich die noch? War da nicht noch eine Falle, wo wir gesagt haben, wir bräuchten so eine? Weiß es gar nicht mehr. So. Das wird noch seine Weile dauern. Vor allem, wenn ich daran denke, dass das Haus sagenhafte 44 44 Bambusstangen benötigt. Aber naja. Wenn wir hier schon einsam auf einem Planeten gestrandet sind, dann will ich es wenigstens schön haben. Schöner wohnen. Wenn schon die Nachbarn scheiße sind. Und so nachtaktiv. Furchtbar. Das nervt gar nicht. Das nervt überhaupt nicht. Alles easy. Wenn die Zäune stehen, dann könnte ich mich eigentlich daran machen, ein paar dieser Lagertruhen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, dieser Regale oder wie man es nennen soll, zu bauen, die wir in den ersten Folgen schon mal hatten. Dann würde ich gleich ein paar bauen, in einige legt man Pfeile rein. Hab schon wieder Pfeile gesagt. In einige legt man Speere rein. In eine legt man dann Wasser rein, in die andere Essen. Und keine Ahnung, dann können wir noch Nummer 3, 4, 5 machen, wo man dann sowas reinlegt wie Kristalle oder die Blumen, die es sonst noch so gibt oder dergleichen. So dass man sich immer schnell richtig bedienen kann. Wäre vermutlich auch noch eine Sache, solange das, also die Lager sind ja momentan noch so ein bisschen witzlos. Man kann ja nicht irgendwie ein Menü öffnen und da was reinlegen, dass man nochmal so ein Inventar dort hätte. Man kann sie ja nur da so reinfallen lassen, so wie ich es jetzt im Grunde genommen auch schon mache mit. Du nervst so. Wie ich es jetzt im Grunde genommen schon mache mit der Bude, mit der ersten, die wir gebaut haben, wo ich immer speichere, da liegen ja auch schon diverse Sachen. Im Grunde genommen ist das Lager nichts anderes. Aber da kann man es ein bisschen sortieren. Das wäre wenigstens schon mal von Vorteil. Und ich könnte immer mal so 10 oder so Speere vorrätig halten. Das würde uns dann doch schon. Was? Wo ist das? Egal. Ist es halt da rein. Dachte irgendwie, das würde fertig werden. Aber egal. Wird dünner. Wir hören, dass wir richtig sind, immerhin dadurch, dass wir das Vieh quietschen hören. Aber ich glaube, wenn ich jetzt gleich wiederkomme, habe ich einen Speer in der Hand. Ich muss zugeben, meine Angst zu sterben ist rapide gesunken. Wenn wir uns ein bisschen ranhalten, schaffen wir es sogar noch den Zaun, naja, fertig nicht, aber ein Stück weiter zu bauen. Und ich sollte vermutlich noch mehr von diesen Spike-Fallen bauen, von diesen Stachelfallen. Denn die sind unabhängig davon, was sie killen. Wenn jetzt mal ein Schwung. Freie Sicht, das ist mein Problem. Nee, es bringt nichts, sie zu töten. Ich habe keinen Platz im Inventar. Was wollte ich sagen? Wenn jetzt mal ein Schwung Echsenmenschen kommt, dann habe ich keine Knochen. Das heißt, dann kann ich die Knochenfallen entsprechend nicht wieder aufbauen. Also werde ich da doch noch ein paar Spike-Fallen aufbauen, denn die gehen mit den Hölzern, die da wachsen, ja immer sofort und schnell wieder hinzurichten, herzurichten, so rum.
hingerichtet werden die Gegner. Hoffe ich. Ist ein bisschen monoton, aber ich finde, das gehört auch dazu, oder? Wie findet ihr es? Das Bauen mache ich jetzt nicht im Offscreen. Es kann ja auch immer was passieren. Das gehört einfach dazu. Dieses Hin- und Herlaufen ist ja bei anderen Let's Plays dieser Art auch der Fall. Materialien beschaffen ist nun mal so monoton teilweise. Wir roden einfach ein bisschen. Dann haben wir jetzt bald eine Folge hier gemacht, wo nichts anderes ist als Bambus hin und her tragen. Aber hey! That's life. Da muss man durch. Wie immer im Leben. Man muss durch die unangenehmen Parts durch, damit es dann danach richtig schön wird. Zumindest in der Vorstellung. Ich bin mal gespannt. Am Ende backen die irgendwie durch die Zäune durch. Wir hatten das Dilemma ja schon bei der Höhlenhütte, die ich gebaut hatte. Dass die auf einmal mehr oder weniger durch den Fels gebackt sind, die Gegner. Andererseits hat sich seitdem einiges geändert und genau dieses Problem, glaube ich, stand auch in den, oder ja, es war zumindest angedeutet, das Gegnerverhalten in Höhlen oder die Gegner-KI in Höhlen wurde verbessert. Ich hoffe einfach, dass das darunter fiel und fortan Zombies nicht mehr durch, boah, Nerv. Nicht mehr durch Felsen backen. Okay, ich werde jetzt gleich noch mal ein bisschen was ablegen. Und dann holen wir uns heute. Heute? Heute. Schneller. Ja, wenn man hier die ganze Zeit sprintet, ja, bei dieser Sache. Also das würde ja sonst noch viel länger dauern. Da verbraucht man schon Wasser. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt doch so schnell nachgewachsen. Dass ich jetzt nicht unbedingt Angst hätte, hier die lassen wir fallen, zwei Speere lassen wir fallen, eine Wasserfrucht traue ich mich nicht fallen zu lassen. Hier eins davon können wir fallen lassen, Essen haben wir genug. So, dann holen wir uns mal diese Mistviecher. Gleich hat sich's ausgekrischen. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich geholt. Sind sie weg, als würden sie es wissen. Da. Oh. Mo. Mo. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt aber nervig. So. Speere versuche ich mal wieder auf dem Weg einzusammeln. Aber so arg viele wird es da nicht geben. Wahrscheinlich kommt jetzt genau so ein Echsenmensch noch oder so. Also so ein bewegliches Ziel mit den Speeren zu treffen, das ist wirklich richtig schwierig. Ich bin danach... Oh, ich habe immer noch das Feuerzeug in der Hand. Oh, gar kein Problem, es scheint ewig zu halten. Bewegliche Ziele sind wirklich richtig schwierig zu treffen. Irgendwas brummte da gerade ganz bassig. Mir mal meine Pfeile wieder. Wenn ich sie denn hier aus diesem Kram wieder rausfischen kann. Naja, ein paar Pfeile habe ich. Gut. Machen wir mal Folgendes. Wir lassen hier wieder fallen. Raw Ribs. Das Fell bauen wir gerade rein. So. Hundewildschweinfell.
Das lass mal wieder fallen, obwohl die hätte ich fast essen können. Die lass mal wieder fallen. Die Wasserfrucht haben wir. So, dann haben wir hier unser ganzes Essen drin. Wir können hier auch bald mal wieder was grillen, glaube ich. Ah, das lassen wir erstmal so. Komm, ein paar Bambussachen noch. Wie viel brauchen wir noch? Oh, viel. Viel, viel, viel. Zumal ich Drollo es hätte mal so machen sollen, dass ich erst die Zäune baue, vor denen keine Fallen stehen. Weil diese Fallen ersetzen ja im Grunde genommen den Zaun sehr zuverlässig. Jetzt habe ich da links quasi, oder ja, wenn wir jetzt drauf zulaufen, rechts eine offene Flanke. Dumm. Nicht nachgedacht, der Koja. Machen wir das? Ist da was? Das machen wir so. Da bauen wir noch eine Spike Wall hin. Die können wir gerade fertigstellen mit den drei Bambusdingern. Dann stellen wir da noch eine Spike-Falle hin. Die könnte man. Versuchen wir hier mal so mittig hin. Oder machen wir zwei. Komm, wir machen gleich zwei. Wachturm. Spear Launcher. Den will ich auch noch testen. Spike Trap. Einmal. Und dann bauen wir sie so, dass wir dazwischen gegebenenfalls noch Knochenfallen stellen können. So. Die hier scheint mir am besten platziert. Das Gerüst hätten wir schon mal. Dann holen wir uns jetzt auch die Sticks. Und ich bin tierisch außer Atem. Ich werde gleich was futtern dürfen. Dann lohnt sich wenigstens dieses Mal. Man sieht schon, wie langsam er nur noch schlägt. So. Na komm. So. Los. Oder mein, hat er noch ein paar mehr. Und damit sollten wir es haben. Genau. Ich warte noch. Ich lasse den Hunger noch größer werden, dann verschwenden wir hier nichts. Zumal jetzt noch nicht Nacht ist. Wenn jetzt Nacht wäre, würde ich sofort nehmen, damit wir im Zweifel kampfbereit sind. Das hätten wir. Ich bin ja gespannt, ob dieser Lizard Skull, den wir da aufgestellt haben, diese Jagdtrophäe, ob die wirklich Wirkung zeigt, dass die im Zweifelsfall, wenn die hier vor einem stehen, abhauen oder nicht angreifen oder schwer beeindruckt sind und einen in Ruhe lassen oder ob sie dann erst richtig aggro werden, nach dem Motto, jetzt hole ich meine Freunde. Wäre ja auch eine mögliche Reaktion, dass sie Freunde holen. So, dann Stock machen wir zu Speer. Und ein paar Speere gönnen wir uns noch. So. Dann können wir uns noch mal ein paar bauen. Was wir auch hier machen sollten, ist ein bisschen Beleuchtung. Da bin ich auch noch schwer dafür. So, die Frucht. Die mümmeln wir uns rein. Einen Trink. Gönnen wir uns ebenfalls. Und dann hauen wir uns noch ein paar Speere ins Inventar. Denn es wird wieder Nacht. Der ist schon wieder oder immer noch außer Atem. Da muss man länger regenerieren. Ich muss mal ein bisschen Ruhe geben. Speer, zack, 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 zack. Für den Fall, dass wir hier Probleme kriegen, würde ich sagen, ich mache mir hier mal ein Speerlager hin. Ich lege mir hier mal ordentlich Speere hin. So, hier liegen jetzt 12 Speere. Das heißt, wenn wir mal irgendwie wieder Probleme kriegen, kann ich es da auffrischen.
Und wir machen uns jetzt einfach nochmal frische. Dank unendlichem Stockvorrat. Ich denke mal, das wird auch noch irgendwann gefixt werden, dass die mal wenigstens kurzzeitig verschwinden. So. Das würden wir nur ohne Machete machen. Gut. Dann hätten wir das. Ich würde sagen, komm, bisschen Zeit ist noch. Wir holen noch mal eine Runde Bambus oder zwei. Jedenfalls sind wir wieder top hergestellt. Volle Ausdauer, volle Nahrung, volles Wasser. Perfekt. Die Speicher sind gefüllt, die Gegner können kommen. Was ist denn das? So, das war dieser Stuhl. Okay. Ganz schön schnell, wie es dunkel wird. Gerade war es noch so dämmerig. Und schon ist die Sonne weg. Letzten blauen Fetzen im Himmel, letzten Sonnenstrahlen, die dann noch über den Wald schießen. Hier ist schnell schattig. Ja, umso wichtiger, dass wir uns hier oben Licht machen demnächst. Einen Zaun will ich noch fertigstellen, bevor das Schiff landet und die nächste Angriffswelle kommt. Hab mich zugegeben, gerade ein wenig verlaufen. So. Ist im Dunkeln im Wald wirklich. Halt doch die Klappe. Ist im Dunkeln im Wald wirklich. Wow, wie soll man sagen? Auch so ein bisschen unheimlich. Also es wirkt. Wirkt echt cool mit diesen Nebelschwaden, die da so durch die Luft wabern. Ist echt cool gemacht. Also es kommt Stimmung auf, wenn man hier davor sitzt und das Zimmer ist am besten noch ein bisschen dunkel. Also da erschreckt man sich dann schon leicht. Aber einige haben gesagt, ich erschrecke mich wie ein Mädchen. Ja, ich gebe es zu, ich bin sehr schreckhaft. Aber es ist auch so, dass das Spiel ist recht laut auf meinen Ohren. Ich habe es jetzt nicht sonderlich runtergedreht. Und von daher. Ja, von daher ist es einfach gruseliger. Und man erschreckt sich mehr, wenn dann plötzlich ein ganz lauter Ton auf dem Kopf oder durch die Kopfhörer jagt und damit quer durch den Schädel schießt. Diesmal kommen sie von da. Okay, ich gehe zurück. Wir erwarten die Gegner allerdings in der nächsten Folge. So, machen wir das. Es gibt einen ganz kurzen Endscreen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Sorry für diesen Cliffhanger, aber das musste jetzt sein. Ich werde nochmal speichern. Speichern macht Spaß, wissen wir. Und Spiel gespeichert, sehr gut. Und ja, dann würde ich sagen, bis später. Tschüss.